Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch über das Thema Träume mal ein bisschen genauer reden in diesem Video. Und ich glaube, viele Leute haben einen gewissen Lebenstraum in ihrem Leben und die einen machen etwas dafür und die anderen machen gar nichts dafür. Und gerade zum Beispiel das Thema YouTube. Es gibt voll viele Leute, die irgendwelche YouTuber als Vorbild haben und auch das machen wollen, was der andere YouTuber macht. Und YouTube ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Viele Leute wollen von YouTube leben zum Beispiel, aber viele Leute machen einfach nichts dafür oder geben viel zu schnell auf, nachdem sie vielleicht 10 Videos erstellt haben. Gerade in den Anfangszeiten, wenn man eh keine Zuschauer hat, ist das halt alles voll schwer. Am Anfang ist es überall schwer. Stell doch mal vor, irgendwelche Leute wollen irgendwann Musiker werden. Jeder fängt halt bei Null an. Die einen haben halt schon ein gewisses Taktgefühl, vielleicht mehr am Start als gewisse andere Leute. Dasselbe auch mit Zeichnen. Es gibt Leute, die zeichnen von sich aus schon so gut, wo ich vielleicht 2 Jahre Übung brauche, damit ich auch so gut zeichnen kann wie der andere Typ. Also es ist natürlich so, dass man bei einigen Dingen einfach schon von Anfang an besser ist als andere, ohne dabei groß geübt zu haben. Aber trotzdem ist es halt so, bei vielen guten Zeichnern oder bei vielen guten Musikern, sei es auch bei Leuten, die einfach irgendwelche Instrumente spielen, bei vielen Leuten steckt da jahrelange Übung dahinter, dass sie halt heute so gut in dem sind, mit dem, was sie machen. Und dasselbe zum Beispiel auch bei einigen YouTubern. Es gibt halt immer Momente, wo der eine vielleicht mehr Glück hat als der andere, aber bei wirklich den allermeisten steckt dahinter ein langer Weg. Man kann jetzt zum Beispiel einen Grundkonzern, der hat ungefähr 4,8 Millionen Abonnenten. Jetzt könnte man sagen, ja, da hat er voll viel Glück, dass er halt hier ist, wo er jetzt ist. Und auf einer Art hat er natürlich zum Beispiel Glück, dass er einer der ersten war, der mit Let's Plays angefangen hat. Aber der Typ hat jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, 12.481 Videos online. Der Typ hat durchgeackert ohne Ende, damit er heute dasteht, wo er halt heute steht. Und Gronkh ist zum Beispiel auch noch sehr erfolgreich bei Twitch-Livestreams. Und Gronkh macht halt auch gute Let's Plays, weil er halt auch voll viel Erfahrung gewonnen hat über die Jahre. Und ich weiß zum Beispiel auch, voll viele Leute wollen YouTuber werden, aber zum einen sind sie halt vielleicht zu faul dafür und haben sich auch Angst, den ersten Schritt zu wagen. Und das Ganze ist einfach ein riesiger Lernprozess, das Ganze, was wir machen. Also in meinen ersten Videos, wo ich zum Beispiel selber gesprochen habe, habe ich so undeutlich geredet und dadurch, dass ich halt mehrere Videos erstellt habe, wo ich halt auch selber gesprochen habe, hat sich meine hochdeutsche Aussprache so verändert, dass man mich jetzt besser versteht. Und ich finde es immer wichtig, wenn man ein Lebensziel im Leben hat, wäre es immer gut, wenn man vielleicht auf dem Weg zum Ziel mehrere Ziele am Start hat, worüber man sich dann immer wieder freuen kann, wenn man ein Ziel erreicht hat. Und natürlich der Weg zum Ziel ist eine harte Sache. Und ich finde es da auch wichtig, zum Beispiel gerade bei YouTube, ist es auch wichtig, sich herumzuprobieren. Ich möchte zum Beispiel ein gutes Beispiel mal hervorheben. Herr Zockbot ist zum Beispiel ein YouTuber, der damals normale klassische Let's Plays gemacht hat. Kaum einer hat die Let's Plays von ihm verfolgt. Und irgendwann hat er dann Funny Moments Videos erstellt zu Nintendo Games. Er war einer der ersten im deutschen Raum, der solche Videos erstellt hat. Also seine Videos sind halt gut bearbeitet, haben lustige Stellen am Start und er hinterlegt auch bei den Videos gerne Musik. Und er hatte danach schnell mal durch diese Art von Videos viele Zuschauer gewonnen. Und das war natürlich ein harter Schritt, sich in dieser Hinsicht zu verändern mit dem Content. Aber in diesem Fall hat es sich gelohnt. Und ich finde es halt auch immer wichtig, vielleicht auch mal Dinge zu verändern mit dem, was man macht. Gerade wenn man vielleicht auch sieht, dass es nach 3, 4 Jahren überhaupt nicht läuft mit dem, was man gerade macht. Ich glaube, YouTube-Videos zu erstellen, wo man trotzdem Spaß hat, die Videos zu erstellen, wo man weiß, dass es noch viele Leute ansehen, macht deutlich mehr Spaß, als irgendwelche Videos zu produzieren, die am Ende eh keiner schaut. Es gibt zum Beispiel auch gewisse Let's Player, die halt irgendwelche Let's Plays auf vielen Kanälen hochladen, wo sie nicht mal wirklich viel reden in ihren Let's Plays und vielleicht handelt es sich dann bei denen um das 4000. Let's Play Video auf deren Kanal, wo man einfach als Zuschauer das Gefühl bekommt, hey, der Typ macht das nur noch, damit er halt irgendetwas macht auf seinem Kanal. Und wenn der Content in dem Fall sowieso kaum einer ansieht, weil halt die Zuschauer auch merken, dass der Let's Player in dem Fall gar keine Lust mehr hat auf das, was er macht, weil er einfach die ganze Zeit unmotiviert ist, natürlich schaut das dann auch keiner. Die Konkurrenz ist gerade in diesem Bereich sehr groß und dann schaut man halt irgendwelche Let's Player, die halt motiviert in ihren Parts sind. Also ich finde es immer gut, wenn man vielleicht auch mal neue Dinge wagt und wenn man halt keinen Bock mehr auf das hat, was man macht, dass man dann halt etwas daran ändert. Das Gute aber an meinem Kanal ist, ich mache das, worauf ich Bock habe. Wenn ich mal Bock habe, ein Game-Video zu erstellen, dann mache ich das. Wenn ich mal Bock habe, ein Themen-Video zu erstellen, dann mache ich das auch. Wenn ich mal Bock habe, ein Video zu erstellen, wo ich mich selber beim Schlafen filme, dann mache ich das. Das ist das Coole daran. Und das rate ich auch jedem. Es kann ja schaden, mal einen Zweikanal zu erstellen, wo man vielleicht dort Dinge macht, die auf dem Hauptkanal eher weniger was zu suchen haben. Die meisten haben ja mit YouTube angefangen, um zu sehen, ob sie Spaß daran haben, Videos zu erstellen. Und so war es ja auch bei mir. Ich habe YouTube aus Langeweile gestartet und habe auch gesehen, hey, das
das macht ja voll viel Spaß, wenn man Videos erstellt und andere Leute sehen sich diese Videos an und freuen sich dann darüber. Und wenn man dann halt aus Spaß angefangen hat und diese Sache dann irgendwann in eine Richtung abdriftet, wo es einem dann nicht mehr Spaß macht, dann ist es gut, vielleicht mal eine Veränderung zu tätigen. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo man vielleicht ein bisschen weniger Spaß an der Sache hat oder auch Phasen, wo man unmotiviert ist. Aber wenn das halt für eine sehr lange Zeit anhält, dann sind Veränderungen schon nötig in meinen Augen. Aber natürlich, die meisten Leute haben keine Lust auf eine Veränderung, weil es ja meistens auch mit einem Risiko verbunden ist. Und auf einmal war man in so einer Routine drin und wenn man das Ganze dann verändert, ist halt diese Routine, die man halt tagelang so hatte, auf einmal anders. Und viele kommen dann halt damit anfangs nicht so gut klar. Ich habe übrigens gestern noch ein Video angesehen von einem südkoreanischen YouTube-Kanal, wo halt auch ein Kind darüber geredet hat, was sie mal eines Tages in ihrem Leben machen will. Und das finde ich immer so süß, wenn halt Leute so gewisse Träume haben und dann dafür auch kämpfen. Es gibt viele Leute, die halt Musiker sein wollen und es gibt auch viele Leute, die YouTuber sein wollen und es ist auch immer ein langer Weg. Es gibt Leute, die versucht haben, 10 Jahre lang sich in der Musikszene zu beweisen, ohne Erfolg. Und auf einmal kam dann das 11. Jahr, wo sie dann vielleicht mit einem Song so krass überzeugt haben, dass sie auf einmal dann von ihrer Musik leben konnten. Und ich finde es halt auch cool, dass man seine kreative Arbeit, die man halt in seiner Freizeit macht, die mit anderen Leuten teilen kann und dass das Internet das halt einem ermöglicht. Und das finde ich auch so wichtig zu sagen. Viele Leute, die ihr vielleicht als Vorbild anseht oder vielleicht viele Leute, wo ihr denkt, hey, da hat er voll viel Glück gehabt. Das kann sein, dass einige Leute Glück hatten, aber bei vielen Leuten war es halt ein harter Weg, dass sie heute dastehen, wo sie stehen. Das Ziel zu seinem Lebensraum, das ist ein harter Weg. Die Konkurrenz ist groß und man muss auch etwas dafür tun. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die mehr Glück haben als vielleicht man selber. Aber viele Leute, die heute dastehen, wo sie stehen, haben halt auch hart dafür gekämpft und mussten sich auch auf ihrem Weg viele Dinge anhören. Und ja Leute, ich denke mal, ich werde an dieser Stelle dieses Video beenden. Ich danke euch noch fürs Zusehen. Also, tschüss!